Ach, du hier, Daniel. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei einem neuen Vlog von uns. Wir sind unterwegs und zwar in Düsseldorf im Hyatt. Dann ist es wieder Contra angesagt. Die Contra ist das Event für die Online-Marketing-Branche in Deutschland, ja, wo jährlich alle zusammenkommen aus dem Markt, Speaker gibt. Andreas wird auch Speaker sein auf dem Event. Wir werden einen eigenen Stand haben und mit ganz vielen tollen Menschen Zeit verbringen. Es werden auch viele, viele Kunden und Kundinnen von uns vor Ort sein. Und ja, bevor es losgeht, wir sind im Hyatt untergekommen, eins meiner Favorite Hotels hier in Deutschland, Hyatt Regency. Kann ich mir nur empfehlen und ich habe gedacht, komm, machen wir eine kleine Roomtour. Ich habe hier, muss ich zugeben, heimlich schon eben einen Muffin gegessen, der sehr lecker aussah, dass ich einfach nicht anders konnte. Und ja, das ist der Eingangsbereich, ein bisschen Arbeitsplatz hat man hier. Habe extra das Zimmer auch, weil ich noch einen Live-Call machen werde am Donnerstag mit unserem Geschäftsführer. Live-Call. Vor Ort, dann kann ich mich einfach hier hinsetzen, kann den wunderbar durchführen, mit den Kunden arbeiten, sprechen und ist sowieso allgemein angenehm, wenn man mehr Platz hat in seinem Hotelzimmer. Also das ist so der Bereich zum Abhängen. Also ja, ganz wichtig, wir haben das ja gelernt aus dem Vlog in Hannover, man braucht auch ein Gäste-WC in seinem Hotelzimmer, weil sonst ist es einfach kein richtiges Hotelzimmer, der Klassiker. Vielleicht werden wir auch hier noch chillen im Laufe der Tage, jetzt hier in Düsseldorf. Ja, das ist das Schlafzimmer. Das finde ich auch immer sehr, sehr geil, weil man hat hier immer so ein schönes Schlafzimmer, wenn man in den Suiten ist, an der Ecke. Übrigens, das ist keine bezahlte Werbung. Ich mache einfach so Werbung jetzt hier, weil ich das geil finde. Und man hat auch einen geilen Ausblick von hier. Letztes Mal war ich auf der anderen Seite. Da war tatsächlich noch besser, der Ausblick. Aber auch nicht schlecht. Ich glaube sogar, dass die Jungs hier aus Düsseldorf von Burkhard Küpper ihr Büro direkt gegenüber haben. Und eigentlich, wenn ich mich nicht ganz irre, müssten wir sogar da reinschauen können von hier. Ich ruf die mal gerade an. Hi, grüß dich, Markus. Ja, ist klar. So weit, so gut, bei dir? Ich bin gerade im Hyatt und hab mich gerade... Ich hab gerade noch kurz dein Auto gesehen. Hast du gesehen? Ja. Bist du gerade im Office? Ja. Ich frag mich gerade, wo dein Büro ist. Ah, warte, ich sehe. Ah, jetzt sehe ich euch. Siehst du mich? Wink mal bitte. Lass mal essen gehen, wenn ihr Bock habt, morgen oder übermorgen. Ja, den auf jeden Fall. Alles klar. Mach's gut. Okay. Ciao. Bis dann. Ciao. Jetzt wissen wir immerhin auch, wo das Büro vom Sofian ist und vom Ali. Und das hier ist jetzt das Badezimmer. Auch sehr geil. Da haben wir hier wunderbare Waschbecken. Hier sind ein paar Lappen. Ja, hier die Badewanne. Auch sehr schön. Hier mit so einer wunderbaren Dusche. Und was wir jetzt noch die nächsten Tage erleben werden, dann nehmen wir euch mit. Heute Abend gehen wir erstmal schön mit unserem Team essen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Vlog. So, hier ist der Wladimir Simonov am Hyatt. Wir fahren jetzt zur L'Osteria und sehen uns dann gleich teilnehmen. Ne? Das wird lustig. Haut rein. Hier übrigens, Leute, das ist der legendäre Adrian, unser Social Media Teamleiter. Nie vor der Kamera, immer hinter der Kamera. Aber falls ihr mal wissen wollt, wer es hinkriegt, dass überhaupt diese ganzen Videos auf YouTube auftauchen. Und Podcasts. Deswegen an dieser Stelle einen kräftigen Applaus. Bitte eine Cutter einschneiden lassen an dieser Stelle an den Adrian. Heute ist der Messetag von der Contra. Hier ist noch alles im Aufbau für die Speaking Gigs morgen. Und draußen ist aber schon der Messebereich eröffnet. Also beziehungsweise öffnet später. Mein Judster, alles klar? Hey! Ja, und? Schön, dich zu sehen. Alles gut, ebenso. Schönen Stand habe ich schon gesehen. Ja, ein richtig geiler Typ. Ja. Stell dich kurz vor. Ich bin der Jens von Leitec und ja, wir machen hier die Technik. Verantwortlich für die Technik hier. Genau. Also wenn jemand von euch ein Event plant und gedenkt zu tun und ihr braucht jemanden, der Technik Ahnung davon hat, habt ihr hier den Jens am Start. Blenden wir auch gerne mal die Domain ein. Genau. Euch geht's gut? Ja. Ihr habt ein bisschen was zu tun, ne? Ja, wir sind fast fertig. Wir machen noch ein bisschen Feinchecks heute. Geil. Was kostet so ein Ding? 40. 40.000? Ungefähr, ja. Sieht auch so aus, als würde es 40.000 Euro kosten. Ja, kommt schon was zusammen. Ja. Ich übergebe jetzt mal das Mikrofon an den Andreas, weil ich fahre jetzt zum Friseur, damit ich auch gut aussehe. Ja, wild. Für das Event. Ja, wild, alles klar.
dann machen wir gleich weiter. Marc, mein Lieber. Hey, Leute, ihr müsst eine Sache wissen. Du bist gewachsen. Ja, ich bin gewachsen. Hier, Marc Roth ist mein Kundenavatar. Genau. Wenn ich an Kunden denke, denke ich immer an ihn, dann schreibe ich Texte für ihn. Dann kaufst du wieder was. Das triggert mich immer. Andi, grüß dich. Na, alles klar bei dir? Ich werde lieb. Schön, dich zu sehen, Matthias. Schön, dich zu sehen. Und wie läuft es bei dir mittlerweile? Ja, ich bin alles ganz zufrieden. Was heißt denn ganz zufrieden? Haben wir Umsatzsteigerungen vernommen oder wie läuft es? Ja, ja, doch, deutlich. Also, in welcher Kategorie sind wir jetzt da unterwegs? Diesen Monat habe ich mich verdreifacht. Verdreifacht? Ja. Geil. Innerhalb von einem halben Jahr. Geil. Mega. Hast du schon Mitarbeiter eingestellt? Genau, ja. Ich habe jetzt die erste feste Mitarbeiterin. Also es ist immer darum bei Coaching-Programmen, dass ihr den Leuten aus der Fülle von kostenlosen Informationen, die es gibt, Sachen, die auch einfach nicht funktionieren, und dann gibt es immer noch ein paar Geheimnisse, die in einem Markt funktionieren, einfach so einen richtig geilen roten Faden spinnt am Ende des Tages, damit die in der Lage sind, schnell umzusetzen. Was auch extrem wichtig ist, finde ich, einfach mal eine Liste zu haben, was du alles nicht machen sollst. So die größten Fehler, so, das finde ich auch extrem wichtig. Also wenn ihr irgendwas baut in diesem Bereich, da auf jeden Fall drauf achten. Also das macht auf jeden Fall Sinn, und habe ich auch gemerkt, und was auch hilft, ist halt einfach so ein bisschen dieses, vielleicht All-In-Mindset, okay, Fokus darauf, Haushaltshilfe einstellen, alles irgendwie, was keinen Umsatz bringt, abgeben, schauen, dass man sich wirklich nur auf die eine Sache konzentriert und halt wirklich der Fokus immer nur auf, bei mir jetzt, die Dienstleistung, und das hat halt stark geholfen. Wenn man jetzt nach dir suchen wollen würde, wo würde man dich denn finden? Sag mal, was du machst. Genau, also ich bin Rechtsanwalt und ich habe mich darauf spezialisiert, negative rechtswidrige Bewertungen zu entfernen. Also sie müssen natürlich schon rechtswidrig sein, dass man sie entfernen kann. Wobei aus der Ex-Ante-Sicht ist das auch nicht immer klar, was jetzt rechtswidrig ist und was nicht rechtswidrig. Insofern hilft es dann meistens, mit mir zu sprechen. Ich berate dann die Mandanten, und meistens sind die dann eigentlich relativ zufrieden mit dem Ergebnis, was sie jetzt sehen. Finden wir dich unter welcher Webseite? Unter prinz.law. Also mein Name ist Matthias Prinz, bin Rechtsanwalt, genau, und die Domain ist prinz.law. Heißt, wenn euch irgendeiner irgendwelche Fake-Negativbewertungen reindrückt, kann der Matthias euch dabei retten. In einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Jetzt hat das ganze Event hier doch angefangen zu füllen. Wird richtig wild. Wie gesagt, es gab noch nie eine Messe, wo nur Messe war, ohne Event drumherum. Und die Vorträge sind, wie gesagt, morgen. Bin ich gespannt, wie das dann wird, wenn noch mehr Leute kommen. Aber jetzt füllt es schon richtig gut. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Rekordmonat diesen Monat gehabt, ne? Ja, 89.000 Umsatz. Keine 100. Aber trotzdem sehr wild. Ja, aber das nächste Ziel sind 100.000. Den kriegen wir doch hin, oder? Ja, nächsten Monat. DMC werden jetzt gedruckt, dann geht's los. Jetzt raus in die weite Welt. Endlich. Danke. Geil. Geiler Typ. Geiler Typ. Geiler Typ. Geiler Typ. Sehen das auch ein bisschen ähnlich, oder? Ja. Oder? Ja, du bist erfolgreicher mit den Geheimratsecken, ich noch nicht so, und ich hab sie auch schon. Dann steht der Erfolg ja auf jeden Fall noch an. Hoffentlich. In großem Maße, wie man bei dir sieht. Komm, geh mal ein bisschen spazieren jetzt hier. Mal gucken, was hier so abgeht. Ah, alles klar? Hallo. 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 Hi, Markus. Freut mich. Hi. Ich hab viel gehört. Hi. Du kommst gerade in meinen Rant rein, wo ich da war. Rant, dass alle keinen Bock auf Geld haben. Jawohl. Ich habe auch einen guten Post gemacht. Hast du schon gesehen? Ich hab schon meine Reichweite gesteckt. Sag mir, dass du ein Baulig-Kunde bist, ohne zu sagen, dass du ein Baulig-Kunde bist. Vladimir hat Gucci-Schuhe gepostet. Hey! Du hier! Wir haben uns schon begrüßt eben. Ist egal. Hier ist der Ruben vom DCR Verlag. Yes, so ist es. Ihr bringt Experten in die Presse, vor allen Dingen viele Kunden von uns. Ja. Sehr, sehr erfolgreich. Geht doch selbst ab. Ja, was gibt's Neues? Wir hatten jetzt gestern, ich glaube, 8 oder 9 Kunden in den Medien, und auch richtig geil. Also A-Medien, Titelseite von Münchner Abendblatt hatten wir gehabt jetzt. Richtig geil. Ne? München ist ja auch eine reiche Ecke. So. Da hat er dann Finanztipps gegeben. Du warst doch gestern erst in Münchner Merkur. Ich war gestern in der Münchner Merkur. Ja.
Also, stimmt, genau. Das habe ich bei Instagram gepostet, ne? Ich habe es gar nicht mitbekommen, also ich krieg das nicht so ganz mit, aber... Ja, Markus war gestern groß in den Medien und... Können wir hier einblenden. Noch? Ja, genau, also es waren auf jeden Fall 3-4 Sachen. Dominik Herzog war jetzt auch nochmal in der W&V und so, also ganz viele Kunden jetzt gerade. Wenn du auch in Medien möchtest, ja, in Zeitungen, in großen Blogs erscheinen möchtest, auf großen Webseiten. Dann am besten melde dich bei uns, www.dcfverlag.de. Wir machen mit dir eine kostenfreie Pressepotenzialanalyse, gucken uns das auch mal an. Was geht da eigentlich, was ist sinnvoll, was passt in deinen Marketingmix, was passt da alles rein und in welche Medien möchtest du rein, wo können wir dich reinbringen und ja, dann erarbeiten wir das und wird gut. Wild! Ja. Hier ist der Tom. Er ist seit 3 Wochen bei uns im Training. Hi. Was ist dein Angebot? Ich mache Abnehm-Coachings für selbstständige Führungskräfte und Außendienstler. Geil. Perfekt schon positioniert. Hast du wahrscheinlich bei uns im Training gelernt. Genau, ne? Richtig, ja. Davor halt sehr günstig verkauft. Hat nicht so gut funktioniert. Warst du schon selbstständig vorher, ja? Ja, halt nebenbei. Also ich bin eigentlich IT-Berater und hab dann aber gesagt, ey, ich will nochmal irgendwie was anderes machen und hab dann halt, Ernährung war immer so mein Leidenschaft. Ernährung halt, ja. Und dann habe ich dann halt gesagt, geh ich zu den Besten und lerne von denen, wie ich mich richtig vernünftig positioniere. Ne? Seit 3 Wochen bist du dabei, hast du schon was verkauft? Ja, einen Close halt jetzt, genau. Für wie viel? Erstmal für 1.000, aber es war für mich schon echt ein gewaltiger Sprung, so von nebenbei halt. Ne? Von nebenbei, also für nebenbei erster Abschluss, 1.000 Euro. Und der Kunde sagt auch, ich muss unbedingt die Preise hochschrauben, also mich auch nochmal geflasht. Und der Kunde schon sagt, dass es zu günstig ist. Ja klar, da kann man natürlich auch höhere Preise ab. Auf jeden Fall noch ein bisschen höher gehen, ja. Gut, wir sehen uns ja dann in der Live-Call sowieso öfter, genau. Ne? Ja. Vertriebs-Live-Call, warst du schon mal dabei? War ich bei dir dabei, genau. Und wie gefällt dir? Frage, war sehr gut, war wirklich gut. Diese Woche auch, oder? Letzte Woche war ich dabei, ja. Gibt ja viel, reichliche Live-Calls bei uns hier. Ja. Das ist schon der nächste. Oh. Ah, ist klar. Hi, grüß dich. Ja, und selbst? Ja, sicher. Ich bin jetzt hier reingeplatzt. Kein Problem. Muss ich auch kurz vorstellen? Ja, gerne. Mein Name ist Stefan Jentsch. Wir helfen Coaches, Beratern und Experten dabei, mehr Kunden zu gewinnen durch YouTube-Ads. Und ja, genau. Auch Kunde ist schon seit längerem, ne? Ja, Kunde ist schon seit 1,5 Jahren. Läuft's jetzt? Ja, jetzt läuft es viel besser. Konnten jetzt unseren Umsatz schon verdoppeln. Und ja, sind jetzt gerade weiter am Wachsen und hoffentlich demnächst Excellence. Ich bin gerade am Skalieren und gucke, dass ich jetzt die ersten Leute einstelle, weil ich es allein nicht mehr packe. Welchen Umsatz machst du denn gerade? Ich mache gerade 20.000 Euro netto. 20.000 im Monat netto? Ja. Ja, geil. Ja. Wild? Ja. Seit wann bist du bei uns? Seit 1,5 Jahren bin ich jetzt bei euch. Letztes Jahr, im Februar, März habe ich angefangen und jetzt bin ich am Durchstarten. Du bist happy soweit hier. Ich bin happy, ja. Du bist auch jetzt im YouTube-Video. Ja, sehr gut. Stell dich einmal kurz vor, Sebastian. Ja, mein Name ist Sebastian. Ich bin Berater und Coach im Digitalisierungsbereich und Transformationsbereich. Nice. Ja. Sehr geil. Bin sehr zufrieden. Doch. Was gefällt dir am besten an unserem Training? Ich finde es sehr gut, dass es so Offenheit ist, dass man gut alles anbringen kann, dass über die Punkte gesprochen wird. Das finde ich top. Es wird auf alles eingegangen. Mhm. Zu jedes Thema. Genau. Ich habe hier einen phänomenalen, magischen Typen neben mir und einer der ersten Leute, die ich jemals kennengelernt habe im Online-Marketing-Bereich. Nämlich, wann waren die Affiliate Days? 2016? Ich glaube schon. 2015 oder 2016, glaube ich. Bei den Affiliate Days von Ralf Schmitz in Köln. Ja. Als wir noch Einser-Kandidat gemacht haben, da habe ich ihn kennengelernt. Und das Besondere an ihm, er kann zaubern. So sieht's aus. Hast du irgendeinen Zaubertrick für uns am Start, den du zeigen könntest? Also, wir sind ja hier auf einer Online-Marketing-Messe, aber eine der Sachen, die richtig cool immer sind, übrigens könnt ihr jetzt direkt schon bei euch einen Termin buchen in meinem Kalender, ja, das ist auch gut. Über das Video, genau. Hier, wenn du keine Visitenkarten dabei hast, gibt es den neuen 3D-Drucker vom iPhone und dann kannst du einfach jedes Mal einfach deine Karte so ausdrucken. Das ist immer sehr praktisch, ja. Und dann zauberst du ein Lächeln auf die Lippen des Gegenübers und das ist, was am Ende zählt, ja, Emotionen weg. Hier, für 5 Euro kannst du haben. Für 5 nur? Ja. Ich dachte, sie wäre mehr wert. Ist ja nur der Leadmagnet. Achso, ist der Leadmagnet. Ja. Freue ich mich. Dankeschön. Ja, spontaner, guter Trick, muss man sagen.
Hast du Bock, bist du am Start, ja? Ja, normal. Guck mal, Leute, wenn er nicht alleine entscheiden kann, dann muss er halt den Partner anrufen, damit er entscheiden kann. Ganz einfach und dann ist das Problem gelöst. Ja, den kaufen wir jetzt, ne? Du hast den Kurs. Das ist gar nicht so schwierig. Man denkt immer, das geht nicht, da war nicht der Entscheider mit dabei. Warum? Da kann ich einfach anrufen. Holst du mal den Vertrag, Bro? Easy, machen wir so. Top. Freust du dich, Kunde zu werden? Normal. Schau mal, du bist jetzt hier in dem Vlog dabei und irgendwann in ein paar Wochen, ein paar Monaten sitzen wir bei uns im Büro, machen ein Kundeninterview, wo du einen Award kriegst und so und reden darin, was du alles erreicht hast. Und ihr könnt das jetzt live mit live 200 Euro mehr netto haben möchtest, trag dich ein hier unter dem Video, akosch.de. Wir helfen dir dabei. Das war smart. Ohne den Arbeitgeber zu wechseln. Also ihr helft quasi Arbeitnehmern dabei, mehr netto aus dem Brutto zu haben und beim gleichen Lebensstil weniger zu zahlen. Weil es ist ja schade, wenn man nicht so viel hat, wenn jetzt die Inflation steigt und man seinen Lebensstil nicht halten kann. Das wollen wir natürlich nicht. Auf geht's. Einmal 1, 2, 3. Ja, vielen Dank für die Teilnahme am Live-Closing-Call hier auf YouTube. Der erste Tag der Kontra ist zu Ende. Schauen wir mal, was morgen passiert und was heute Abend abgeht. Was geht morgen? Noch mehr Kunden? Morgen noch mehr Kunden, noch mehr Action, noch mehr Closing-Calls. So läuft das. Und noch mehr Raoul plickert im Hintergrund. Übrigens, ich muss das auch mal erwähnen, ich habe mit Calvin Hollywood gesprochen und Calvin Hollywood hat gesagt, beim nächsten Rap-Song würde er einen Gastauftritt im Hintergrund machen, wo er so ein bisschen danced, also Background-Dancer. Hättest du das für eine gute Idee? Auf jeden Fall. Lass uns das machen. Okay, cool. Willkommen, mein Lieber. Freut mich. Tag 2 auf der Kontra. Gestern Abend waren wir mit dem Team und einigen Kunden schön essen in der Meerbar in Düsseldorf. Und jetzt geht's los. Jetzt schauen wir uns mal an, wie es hier weitergeht. Heute am Tag 2 sind noch die Speaker auf der Mainstage. Andreas wird morgen sprechen, am Freitag. Heute ist Donnerstag und das Event ist schon gestartet. Das heißt, Speakings finden schon statt. Und ich nehme euch jetzt einfach mal wieder mit, würde ich sagen. Jetzt ist natürlich deutlich weniger los, weil die ganzen Teilnehmer alle dem Speaking lauschen. Dementsprechend in den Pausen wird dann mehr los sein hier draußen. Hier, wir packen jetzt zum ersten Mal das neue Buch aus. Andreas hat es zum ersten Mal in seinen Händen. Nice. Ist gut geworden. Halt mal in die Kamera. Mit dem Gold ist gut geworden wieder. Ist immer so ein bisschen das Riskante, weil du bestellst ja so 10.000, 20.000 Stück. Und dann weißt du halt nie, wie es wird beim ersten Druck und es sieht gut aus. Sieht geil aus, ja. Was ist das für ein Buch? Das ist Preisstrategien für Agenturen und das ist ein neuer Ratgeber von uns, ein bisschen kompakter dieses Mal, weniger Seiten. Lesen, weniger Seiten, mit mehr Bildern und mehr Grafiken, damit es auch für Agenturinhaber umsetzbar ist. Spaß beiseite. Aber es geht hier darum, wie ihr die Preise richtig wählt, dass ihr eure Umsätze steigern könnt insgesamt, auch wie ihr höhere Preise nehmen könnt, die Pakete richtig macht und so weiter. Das ist richtig, richtig geil. Es gibt dann auch so Beispielpreise, die man nehmen kann, wenn man eine Agentur für Thema XY ist oder wenn der Zielgruppe so und so arbeitet. Es gibt hier Tabellen, sieht auch manchmal aus wie so ein BWL-Buch so ein bisschen. Ja. Und gibt es Tabellen, Preise, was gerade gängig ist, was ihr nehmen sollt, was für Fehler ihr vermeiden müsst und so weiter. Also wenn ihr eine Agentur habt, jedweder Form. Auch wenn es irgendwelche Dienstleistungen sind, selbst wenn ihr Brandschützer seid zum Beispiel, haben wir auch einen Kunden, der hat die Sachen umgesetzt, der konnte seine Preise deutlich steigern, seine Umsätze verdoppeln, verdreifachen sogar. Also Pricing ist extrem wichtig im Agenturgeschäft und man kann da sehr, sehr viel falsch machen. Gibt es auch Hinweise zu Vertragsgestaltungen, Laufzeiten, wie man Pakete generell sinnvoll aufbaut, was drin sein sollte, was nicht drin sein sollte, wie die Laufzeiten sind, wie man das verlängert und so weiter und so fort. All das lernst du in diesem Buch Preisstrategien für Agenturen. Genau, und das Buch könnt ihr euch jetzt bestellen auf www.agenturbuch.de. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wild. Und das Ganze, wenn ihr es jetzt hier seht, ist wahrscheinlich schon gelauncht. Genau. Also wenn das Video hier rauskommt, ist das Buch schon draußen. Holt euch das Buch. Ich habe gerade wieder einen Kunden von uns getroffen, den Robert. Und er hat eine sehr, sehr geile Kundengeschichte, die er uns gegangen ist. Ja. Und zwar, du bist ja in einen unserer Einstiegstrainings reingekommen, hast dann natürlich deine Verkaufs-Know-how verbessert, hast du mir erzählt, ne? Genau, so sieht's aus. Also war erst im Elite-Training gewesen und bin dann auch in die Masterclass gegangen. Hab, wie du schon sagst, sehr viel über Verkaufen gelernt. Ja. Hab dann durch eure Hilfe also entsprechende Online-Prozesse aufgebaut, um Kunden zu gewinnen. Ja. Und dann ist was ganz Besonderes passiert in meinem Leben, nämlich ich habe einen neuen Kunden kennengelernt. Einen riesigen Kunden auch, ne? Einen riesigen Kunden, genau. Ich war damals in der Fitnessbranche unterwegs gewesen und habe eigentlich etwas gemacht, was ihr wahrscheinlich niemals, niemals, niemals tun würdet, nämlich mein Kunde, der hat gesagt, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder wir machen das geschäftlich oder wir bauen eine Freundschaft auf. Und ich dachte mir, der Mann, der hat so weit gebracht, der hat ein Unternehmen aufgebaut, das weltweit quasi Produkte verkauft, Produkte, die vor Strahlen schützen.
Und ich dachte mir, von dem kann ich was lernen. Wie gut kann es für mich sein, wenn ich einen Mentor habe, der weiß, wie man auf 7- und 8-stellige Beträge kommt. Und ich habe mir gesagt, jawohl, ich investiere quasi in die Freundschaft. Und das hat sich insofern ausgezahlt, dass ich von ihm dann als Geschäftsführer angestellt wurde. Also für mich nachher ein super lukratives Geschäft nachher, weil ich jetzt einfach nicht nur lokal oder regional Fitness-Trainer bin, sondern auf einmal weltweit für ein Geschäft zuständig bin. Du hast quasi unser Training umgesetzt, einen gigantischen Kunden gewonnen, das ist ein großer Konzern, ne? Genau. Und bist jetzt Geschäftsführer davon geworden, auf diese Weise. Also Leute, man weiß nie, was das Training, was am Ende da passiert, aber es wird auf jeden Fall besser. Es wird auf jeden Fall besser. Danke für die Story, ist einfach cool, deswegen wollte ich mal hier erwähnen. Stimmt, ihr macht alle Copywriting, ne? Copywriting-Agentur. Finanzdienstleistung. Alles Kunden bei uns. Du hast jetzt einen 6-stelligen Monat gemacht, ne? Sehr geil, freut mich. Du auch. 3-mal in Folge jetzt schon, ne? Sehr geil. Und du arbeitest noch daran. Ja, ja. Aber du siehst ja, dass es funktioniert. Ja, ja. Kannst ja die beiden Jungs fragen. Gibt ja genug zum Copywriten auf diesem Planeten, deswegen passt das schon. Ja, deswegen sind wir ja auch genug für alle da. Oder wie seht ihr das mit so Konkurrenz? Also man merkt jetzt aktuell, dass es ein bisschen mehr auf den Markt kommt auf jeden Fall, weil es einfach auch eine Trenderscheinung ist. Aber Copy hat halt so einen großen Bedarf, dass ich mache mir eigentlich keine Sorgen drum. Ich auch nicht. Sonst kriegen wir noch mehr Bedarf. Kein Problem. Ja. Mein Bruder ist ein mega Fan von dir über TikTok. Könntest du vielleicht so eine Nachricht senden oder irgend so? Über TikTok? Ja. Bist du da aktiv? Ja, ne? Ja, wir können dir noch ein Video aufnehmen, wenn du willst. Ja, das ist ja super. Ich bin ja seit 3 Tagen auf TikTok, aber egal. Wirklich? Ja. Hat er mir schon ein paar Sachen geschickt, weil ich auch euer Andreas auch. Mach mal ein Video im Selfie-Modus, komm. Ja. Ah, du bist anders, sorry. Er hat Andreas geschickt. Oh, sorry. Ich bin der falsche Bruder. Peinlich, ne? Ja, dann. Okay, hey, Andreas, komm mal bitte. Er ist ein TikTok-Fan von mir, aber er meinte eigentlich dich, deswegen. Meinte mich? Hi, grüß dich. TikTok-Fan, du folgst dich schon seit Monaten wahrscheinlich auf TikTok, ne? Mein kleiner Bruder ist super Fan von euch. Ja, dann da würde ich gerne ein Video machen. Ja, mach mal Selfie-Modus wenigstens dann. Ja, sicher, gar kein Problem. Wer ist denn dein Bruder? Umut. Hallo, mein Lieber. Umut, schön, dass du unser TikTok-Fan bist oder von Andreas. Aber folg mir auch auf TikTok. Wir blenden TikTok auch jetzt hier ein an dieser Stelle. Genau. Perfekt, ich danke euch, ja. Okay, ich mache das jetzt seit 3 Wochen. Wirklich? Ja, klar. So, hier haben wir den Rechtsbeistand. Der Rechtsbeistand ist der Baulig-Kunden. Dominik Herzog, Michael Metzner. Beides Doktoren. Korrekt? Korrekt. Ja, ne? Ja. Muss sein. Doktor. Ja, Doktor. Natürlich. Doktor, das steht doch. Ja. Dr. Dominik Herzog. Ich nie die Waage. Und Dr. Michael Metzner. Mir viel Zeit gekostet. Stell dich kurz vor. Ja, mein Name ist Dr. Michael Metzner, ich bin Rechtsanwalt, Inhaber und Gründer der Kanzlei Dr. Metzner, Rechtsanwälte in Erlangen, und wir helfen Online-Unternehmern, digitalen Unternehmern und Online-Händlern erfolgreich zu wachsen, weil es natürlich wichtig ist, keine Rechtsprobleme zu haben, weil ansonsten wird alles gebremst. Wenn man Rechtsprobleme hat, dann muss man die immer gewinnen. Auch wichtig. Ne? Korrekt. Ich kenne man ja schon aus diversen Vlogs. Er macht das Gleiche. Gut, schaust du aus. Aber in München. Genau, und die beiden sind bei uns im Training, sind erfolgreich, schon lange dabei. Oder? Wie gefällt dir unser Training? Ja, wunderbar. Wir sehen uns ja regelmäßig im Geschäftsführer-Call am Donnerstag immer. Klar. Es gibt immer Probleme, die man hier wälzen kann. Ja, haben wir uns schon mal gesehen? Heute ja. Zum ersten Mal? Ja. Heute. Also wir auch schon? Nee, wir haben es auch heute zum ersten Mal gesehen, aber wir haben schon, keine Ahnung, wie hunderte Mal miteinander geredet. So ist es. War wie, als ob man wie gestern sozusagen. Ja, richtig. Und ich habe gesagt, er sieht in echt noch viel besser aus als in Zoom. Angriff der Drohnen. Entschuldigung, hast du überhaupt eine Genehmigung? Entschuldigen Sie, haben Sie überhaupt eine Genehmigung, um hier eine Drohne zu steuern? Nee, aber wir fliegen trotzdem. Macht's einfach. Kann ja nicht sein. Geil. Markus, ja, lass David hier in Ruhe. Ich bin dein Bodyguard. Könnt ihr uns ein bisschen von dem Drohnenmaterial zur Verfügung stellen? Denn wir haben unsere Drohne vergessen. Jetzt, wo ich gesehen habe, dass ihr einen habt, müssen wir uns eine größere kaufen. Das ist aber auch eine kleine. Wie viel wäre es dir wert, in eurem YouTube-Video an den Drohnenaufnahmen zu haben? Das ist eigentlich mal eine richtig große Kamera, ey. Heftig, oder? Brutales Objektiv. Nur das Objektiv. Und ist auch schwer. Ich sehe das Objektiv. Markus, stell mal ein paar geile Fragen. Ja, hau raus. Andreas Baulig oder Markus Baulig? Kommt drauf an, für was?
für Sales Markus Baulig, für Marketing Andreas Baulig. Okay. Facebook-Ads oder YouTube-Ads? Kommt drauf an, für was. Ja, ist doch so. Aber ich bin Facebook-Ads, Fraktion eher. Also schreibe ich öfter. Auto-Webinare oder Sales Call? Sales Call. Rolex oder AP? Boah, das ist hart. In letzter Zeit AP eher, würde ich sagen. Finde ich geil, ja. Gucci oder Louis Vuitton? Louis Vuitton. E-Commerce oder Coaching? Coaching. Höhere Margen. Am besten Dienstleistung. Habe ich gar nicht gefragt. Ja. Aber Coaching ist eine Dienstleistung. Porsche oder Mercedes? Mercedes. Du? Ja, Mercedes, klar. Ja. Lieber arm und glücklich oder reich und glücklich? Scheiße reich und scheiße glücklich. Am besten. Yo! Es geht, ist klar? Ja, natürlich. Immer. Folgst du mich schon auf TikTok? Ja, klar. Jawohl. Kevin, du hier! Scheiße, ey. Kevin Hollywood hier! Live und in Farbe neben mir. Und jetzt zwing ich ihn dazu, in unserem YouTube-Video zu sein. Das war schon immer mein Traum. Das, was als die größte Lachnummer begonnen hat mit diesem Ding, ist zu so einem Trend geworden. Du musst es an deinen Mund halten. Ah ja, so, gell? Das ist, also man könnte es ja auch anstecken, ne? Aber ich wollte schon immer mal dieses legendäre Mikrofon. Ich übergebe es dir mal wieder. Ja. Was soll ich, ein bisschen klebrig machen, vom Andreas. Wir müssen es noch gar nicht gesehen haben, oder? Bitte? Wir müssen jetzt so machen, wie wir uns noch nicht gesehen haben. Wie wir uns jetzt gerade zum ersten Mal sehen. Nee, wir haben ja schon ganz oft miteinander geredet heute. Genau, heute, gestern, genau, ja. Und... Aber ich wollte einfach mal dich auch noch featuren in unserem Vlog. Das müssen wir mal auf Video festhalten beim nächsten Baulig. Habe ich ja schon zugesagt. Rap-Song, ne? Mit Andreas Yachtmaster. Bist du Background-Tänzer? Background-Tänzer, genau. Ich mache dann ein bisschen den hier, also überraschen lassen. Zeig nicht zu viele Moves, sonst... Nee, die richtigen packe ich ja erst noch aus. Das will ich nicht verraten, das ist ja... Ja. Dann High Five. Wie? Ach du Sch... Da. Oh Gott. Premium-Content vom Feinsten mal wieder heute hier mit Kevin Hollywood. Ich habe einen echten Star getroffen heute. Hier ist Torben Platzer. Danke. Macht ihr so Applaus rein? Ja, so hab ich auch gerade gedacht. Ey, warum macht ihr immer noch das? Was? Mal anpinnen oder so? Oder diese Stabdinger? Wenn ich das anpinne, sind das zu viele Opportunitätskosten. Okay, verstehe ich, ja. Macht Sinn. Das dauert zu lange? Ja. Die 5 Minuten, okay, die 30 Sekunden. In der Zeit könnte ich ja Neues kaufen. Geld, für das zu Geld. Genau, verstehe ich, richtig. Verstehe ich, macht Sinn, ja. Die Opportunitätskosten sind das Problem. Okay, verstehe ich, ja. Ja. Und hast du jetzt eine Frage an mich oder so? Nee, ich will beobachten gerade einen Influencer in seiner freien Laufbahn. In seiner freien Laufbahn, ja, ich sehe. Und ihr habt euch auch perfekt ausgerüstet mit 2 Kameras und 2 Perspektiven, das feiere ich. Damit du auf gar keinen Fall weg, damit du nicht weglaufen kannst. Nee, dass ich mich wohlfühle einfach auch. Ja, ja, ich habe gerade gesagt, also die Contra wurde gebauligt. Also hier, das ist alles. Ich sehe nur diese Aufsteller und ich weiß, das ist alles baulig. Und ich wollte mich auch nochmal bedanken, dass ich keine Einladung zu dieser Poker-Night bekommen habe. Okay. Was ich tatsächlich schade finde. Würdest du gerne kommen? Nö, nee, bin ich so ein bisschen beleidigt vielleicht. Ich hatte nämlich hier eigentlich eine kleine Überraschung. Ja, hast du 3 Umschläge? Aber wenn du nicht möchtest. 3 Umschläge und einer ist so die Poker-Night. Wenn und die du nicht. Beiden, ja. Die anderen beiden sind Kaufverträge. Ja, das finde ich auch nicht schlecht, ja. Ja. Kommst du zur Poker-Night? Wann ist denn die Poker-Night? Am 18. Juni. Boah, wenn ich, wo ist die? Bei euch in Koblenz? Ja, Koblenz, ja, musst du mal vorbeikommen. Aber wenn ich da bin, würde ich vielleicht machen sogar. Ja, bist du denn da? Ich weiß es kann nicht. Kann man ja einrichten. Soll ich mal in meinen Kalender gucken, meinst du? Schau mal rein, ja. In meinen Influencer-Kalender gucken. Ja. Aber, ist alles voll mit Tinder. Wenn er dann da ist, ist er eingeladen. Er wird nicht dafür bezahlt, Leute. Auch wenn er als Influencer irgendwo mal hinkommt. Ja, warte mal. Nicht, dass ihr denkt, dass er dafür bezahlt wird. Drüber reden, aber gar keine Gage oder was? Ey, da bin ich tatsächlich in Budapest. Kann ich nicht. Ja, muss er verschieben. Da bin ich bei den Brand Minds in Budapest. Muss er verschieben. Das kann ich nicht verschieben. Die Speaker da sind, glaube ich, gebucht, leider. Aber Poker Night finde ich spannend, muss ich sagen. Was, wenn ich dich als Speaker buche? Bei der Poker Night. Du kannst die Rede halten. Eine Rede, warum die Baulig so toll sind. Na, dann können wir noch mal reden vielleicht, ja. Wir sind nämlich gerade auf TikTok am Viral gehen. Seid ihr wirklich schon gesehen? Nee. Guck mal, Andreas, in TikTok. Hast du TikTok? Also wenn ihr Views auf TikTok habt, organisch. Dann zahlt ihr viel alles Geld dafür. Nein, das glaube ich nicht. Nö, hundertprozentig garantiere ich hier. TikTok-Ads, ne? Die einzigen Ads, die wir gemacht haben, waren bei den HR-Videos, aber alles andere ist organisch. Was? HR-Videos? Ich habe andere Zielgruppe da. Ja, okay. Ja. Es sind nur Frauen. Ich habe leider... Also pass auf, HR ist Human Resource, das steht für Mitarbeiter. Ich weiß, okay, dass du Mitarbeiter nicht magst, deswegen kennst du den Begriff auch nicht. Aber das ist auch gar nicht alles hier. 15, oh, ist nicht hier schlecht. Unten ist, schau mal. 137.600 Follower, finde ich nicht schlecht. 137.000. Boah, das ist wirklich gut. Der Rest hat vor 3 Wochen angefangen. Unter Geschäftsleuten wie so eine Art Erkennungszeichen.
weißt einfach, wenn da jemand gegenüber sitzt, vollkommen egal wie alt er ist, und der hat eine Uhr an, die kostet einfach mal 30, 40, 50.000 Euro. Oder 250. Du weißt einfach, diese Person muss in ihrem Leben schon mal irgendwas gerissen haben, sonst wäre sie nicht. Dann like mal jetzt. Gib mal ein Like. Soll ich ein Like geben? Gib mal ein Like. Und wann startet deine Karriere? Ich habe auch angefangen. Aber ich habe erst aber warum 6 Videos released und auch die sind viral gegangen. Kannst du auch schauen, meinen Kanal. Ja, TikTok pusht immer die ersten Videos. Ja, aber, 60, aber doch nicht okay, 70.000 Views, oder? Wir gucken. Weil wir haben TikTok direkt verstanden. Ja. Und wissen genau, wie man viral geht. Mit Ansage. Hey, vielleicht solltet ihr... Das ist der Obere. Der Obere? Ja. 1.445 Follower, 30 Millionen Jahresumsatz. Boah. Bitte kauft keine Luxusuhren, wenn ihr nicht genug Geld habt. Redet ihr nur über Uhren da? Es ist so ein das ist irgendwie Zufall gerade. Ja, macht ihr so. Wie heißt der? Marc Gebauer. So Marc Gebauer Konkurrenz. Uhren machen nicht glücklich, okay? Ja, ich habe viele gekauft, ich weiß das. Okay, finde ich gut. Oder über Cappuccino. Da gibt es hier so richtig geile Obstkörbe, wo man jederzeit bedienen kann. Oder wie hier, wir haben hier so eine richtig krasse Kaffeemaschine, wo man Kaffeecreme haben kann, Milchkaffee, Cappuccino. Ist das bei euch auch? So ein Siebträger bei uns, so Rocket. Doppelter Espresso, also hier gibt es alles. Ich hoffe, das gibt es bei euch in der Firma auch, weil wenn ich wäre, echt ein bisschen cringe. Bei uns in der Firma ja, ist cool, ja. Ist gut. Läuft doch. Ja, ist gut. Ja, wir arbeiten uns da jetzt ein bisschen hoch. Ja. Weil ja. Die TikTok Follower von heute sind die Kunden in zwei Jahren. Safe? Habe ich vor 2,5 Jahren gesagt auf YouTube. Ah! Ja, also, ich war schon immer ein TikTok-Fan. Ja, ja. Ich habe früh TikTok gemacht und ich finde es gut. Safe. Also ich habe nie Leute verstanden, die gesagt haben, so, ich will kein TikTok machen, weil es halt irgendwie nur für Kids und so weiter. Weil ich schon immer dachte, hey, okay, die sind vielleicht jetzt 14 oder 16, aber in 2 oder 4 Jahren sind es halt auch 18. Safe. Warum nicht? Ja, klar. Ist halt nicht für jeden unserer Kunden relevant, deswegen sagen wir auch TikTok nicht nötig. Ja. Aber bei uns macht es dann Sinn halt. Bei euch macht es Sinn, safe. Was verkauft ihr heute eigentlich? Du machst eine Masterclass? Ich verkaufe mich selbst. Okay, finde ich gut. Personal Branding eingestiegen jetzt? Genau. Oder? Nee, wir haben ja Trainings. Wir haben ja Trainings. Ja, ihr macht auch Branding, habe ich gesehen, ne? Hochpreis-Branding oder so? Ja, wir haben so einen Kurs, Hochpreis-Branding-Kurs. Ad angezeigt. Hochpreis-Brandingkurs.de, könnt ihr jetzt buchen, 50 Euro. Ja, und die Rede ist natürlich von Andreas Baulich. Andi, komm gerne nach vorne. In die Mitte, der Award kommt. Der Champagner kommt natürlich auch. Er hätte mir gesagt, dass ich mein Affiliate dieses Jahres für irgendwas bin. Dann hätte ich auch gedacht, er erzählt mir Quatsch. Aber vielen lieben Dank und für alle, die gekommen sind auf unsere Empfehlung zu diesem Event. Dankeschön, euer Applaus. Schön, neuer Affiliate-König. Tag 3 bei der Contra. Heute ist Andreas speaking. Ja, gleich geht's los. Bist du schon aufgeregt? Ja, geht. Ich bin ja routiniert. Obwohl, auf Live-Events habe ich ja nicht so viel gesprochen in den letzten paar Jahren. Ja, aber jede Woche mehrere Stunden im Live-Call, das ist quasi dasselbe. Jetzt sind wir wieder hier am Start. Du hast eine geile Präsentation gemacht. Worüber redest du heute? Über Branding als Conversion-Hebel. Da gibt es 3 Geheimnisse, die ich heute auf der Bühne preisgeben werde. Und ja, es ist Tag 3. Anstrengendes Event, also schon 2 Tage auf den Beinen die ganze Zeit hier. Ich bin jetzt froh, dass ich noch mittags hier freitags sprechen kann, nochmal ja. Einen guten Abschluss machen kann für alle und ich nehme an, dass wir gleich noch ein bisschen am Stand bei uns ein bisschen Action haben nach meinem Vortrag. Bin gespannt, was den Leuten hier gefällt. Wir sind auf jeden Fall vorbereitet für die Action und sind gespannt auf den Vortrag. Den Vortrag werden wir auch nochmal releasen, separat in einem anderen Video, dann könnt ihr euch den auch noch von zu Hause ansehen. Von 0 Euro Umsatz und ohne Mitarbeiter auf über 26 Millionen Euro Umsatz in einem Jahr und 60 Mitarbeitern zu skalieren. Ich finde, das ist eine Leistung. Ich glaube, diesen Menschen können wir zuhören und ich würde sagen, Trailer ab für Andreas Baulig. Hi, grüß dich. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Hallo ihr Lieben. Wladimir Simonow, die Legende heute neben mir. Wie hat dir der Vortrag von Andreas Baulig gefallen? Andreas Baulig-Vortrag war wirklich sehr, sehr informativ.
Es ist nämlich so, dass die meisten Menschen sich auf die Kleinigkeiten fokussieren, statt auf das große Bild. Die versuchen, wie der Andreas schon richtig gesagt hat, die Buttonfarbe in ihrem Funnel zu verändern. Die versuchen, den Zeilenabstand irgendwie zu optimieren. Ich habe früher Monate damit verbracht, Copy gegeneinander zu testen, dass ich einfach sage, die Landeseite 1 hat diesen Text und die Landeseite 2 diesen Text und was konvertiert besser. Aber Adi hat den Hack verraten, man muss einfach besser aussehen. Ne? Und, das können wir ja besonders gut. Habe ich eines Tages auch beherzigt und dann ist der Umsatz explodiert. Ja? Also wenn ihr gut aussehen wollt, ja, Bali Consulting. Wladimir, was ist dein Angebot für alle, die dich schon nicht kennen? Falls es überhaupt noch jemanden gibt, der dich noch nicht kennt. Ja, falls es jemanden gibt, der mich noch nicht kennt. Ich helfe Finanzdienstleistern, Finanzberatern, Versicherungsvermittlern, ihren Umsatz durch Einsatz von Social Media, von digitalen Prozessen zu steigern und ihre Kunden besser zu beraten und ja, die Finanzbranche zum Positiven zu verändern, dass die Menschen endlich nicht jedes Mal, wenn du sagst, du machst irgendwas mit Versicherung und Finanzen, so einen Schritt zurückgehen, ey, ich brauche nichts. So, das ist unsere Aufgabe. Sehr geil. Du bist auch schon langjähriger Kunde bei uns, auch in der Marktführer Mastermind mit dabei. Richtig, richtig geil. Und ja, wir sehen uns regelmäßig bei uns vor Ort. Wie findest du unsere Vor-Ort-Events? Vor-Ort-Events sind geil. Ich freue mich am meisten auf die Poker-Night. Ja, die Poker-Night, die bei deinem steht. Poker-Night. Wenn du nicht bei der Poker-Night dabei sein konntest, weil du noch kein Kunde bei uns bist, wie gesagt, geh auf www.andreasbaulig.de, werde Kunde bei uns und vielleicht bist du auch bei der Poker-Night dabei. Es wird nächstes Jahr keine Poker-Night, sondern ein anderes Event. Was genau, kann ich noch nicht sagen. Oh, ist geheim. Ist schon was geplant. Ist schon was geplant, das wird dir gefallen. Hast du nicht erzählt? Nein, aber es ist ein guter Tipp. Also wenn Markus sagt, es wird mir gefallen, dann weiß ich, es wird mir gefallen. Und Markus kennt mich sehr, sehr gut. Er kennt meinen Geschmack. Mein Geschmack ist ausgezeichnet.